Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Heute geht es weiter und wir werden uns heute in die Anfangs-Area begeben, dort nach hinten. Dort würde ich sagen, gehen wir erstmal nicht weiter, weil da war es ein bisschen gruselig. Und weil wir uns dort jetzt hinbegeben, können wir schauen, ob hier noch irgendwas ist. Und vor allen Dingen können wir uns dieses Item da absnacken. Ashina Talsperre, genau. Oh, Kügelchen, alright, einmal. Ja. Sonst gibt's hier nichts Besonderes. Ja, okay. Oh. Ich dachte, man kommt dahin. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon ausprobiert und hab mir nicht gemerkt, dass es nicht klappt. Von daher, ja, my bad. Aber jetzt gehen wir erstmal dorthin, wo der erste Miniboss des Spiels war. Sollte ich heute irgendwie so ein bisschen abgelenkt wirken, liegt es daran, dass ich muss jetzt aufnehmen, mehr als dass ich möchte. Ich meine, ich möchte schon, aber ich, es ist so eine Mischung aus muss und möchte aufnehmen. Und heute war ein recht anstrengender Tag für mich, also sollte ich ein bisschen unkonzentriert wirken, ist das der Grund. Oh, kommen wir jetzt hier endlich... Moment. Ich überlege gerade. Würde das hinkommen, rein theoretisch, dass da, wo unter Wasser ist, wo ich gesagt habe, da können wir sicher das Wasser ablassen und da kommt was, dass wir jetzt hier dann da durchkommen würden? Ich setze mich mal hier hin und raste. Die haben wir jetzt erst diesmal gefunden, was bedeutet, die war ja am Anfang nicht da. Da sind wir immer beim göttlichen Erben gespawnt. Oh, da ist irgendwas. Nur von der anderen Seite, okay. Oh. Das bin ich. Okay. Okay, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wichtig gewesen sein soll. Oh. Ha! Okay, einen haben wir immerhin. Ich glaube, da war ein Hund, oder? So, damit du mich nicht... So easy geht das mit den normalen Gegnern und du halt die Fresse. Ich mag die Hunde nicht. Ich habe sie noch nie gemocht in irgendeinem Bloodborne. In irgendeinem Souls-Spiel. Moment. Das ist jetzt hier aber woanders. Oh. Oh, kommen wir da an den Anfang? Ich glaube... Oh, Moment, kommt man da auch irgendwo hin? Hm, schaut nicht ganz danach aus. Aber dort kommen wir hin, aber ich will erstmal da lang. Okay, hier gibt's sonst nichts. Ich habe kein Item übersehen oder so. Oh, da ist wieder, da sind wieder zwei große. Da ist ein Item. Oh. Und da ist scheinbar einer, der Wache steht. Dann würde ich sagen... Und da ist der Raum, wo wir unterhalb waren. Okay. Würde ich sagen, machen wir den hier. Nein! Kann ich hier hoch? Hier, lass mich hier hoch. Alter Schwede, das war gerade knapp. Und die haben mich tatsächlich nicht bemerkt. Der hat schon seinen Stuff geschlagen. Seine Kugellocke oder what the fuck auch immer das ist. Alter, ganz ehrlich. Das schaut doch so aus mit dem Weiß da, dass man da irgendwie hinkommt, aber... Nee, man kommt da nicht irgendwie runter. Oh, dort ist ganz am Anfang.
Und haben wir nicht irgendwie letztes Mal, ich weiß es schon gar nicht mehr, ein Item bekommen? Ach ja, apropos, danke für den Hinweis, das habe ich schon gelesen. Das ist so in etwa da, wo ich jetzt bin. Mit dem Hinweis, dass man hier bei dem Nacht, also bei dem Fernrohr, wenn ich das verwende, ich zoomen kann. Was das Ganze schon ein bisschen nützlicher macht, weil ganz ehrlich, beispielsweise... Ah, seht ihr mal, beispielsweise, da oben steht ein Typ, der möglicherweise ein starker Gegner oder ein Miniboss ist. Und ja, das hätte ich aus der Perspektive wahrscheinlich nicht so wirklich gesehen. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich es ausgerüstet lassen möchte. Oh, gehen wir jetzt ganz am Anfang oder gehen wir dort lang? Komm, gehen wir ganz an den Anfang. Gehen wir quasi die ersten Steps des Spiels zurück. Diesmal nur geiler und nicht so an der Wand entlang. Oh. Oh, da ist jemand. Hallo? Makoto. Shimiru. Utsukushi. Wer ist sie? Ich begrüße ihn auf jeden Fall mal, aber... Wobei, warum sollten wir nicht... Egal. Auf jeden Fall, mir ist gerade so eingefallen, wer hat uns nochmal hier am Anfang beim Brunnen... Da war doch irgendwer, oder? Der hat auch so runtergeschaut, nur halt da vorne, glaube ich. Ich bilde mir gerade ein, dass es Emma war, aber ich müsste mir die Anfangssequenz vielleicht nochmal anschauen dafür. Oi. Dare wo yonde ore? Mou ichido kikasete kure. Onushi. Washi wa Kuma no Jinzaemon to mousu. Horimawari no mimawari wo ninzerarete orimasu. うん。見かけぬ顔だが、いずこの組衆か。明かせぬとな。うん。さては忍び衆でござるか。明かせぬ。これはご無礼を。忍び衆ならば、さもあろう。これ以上、司祭は聞きませぬぞ。 時に忍びどの、この辺りで三味線の音を聞いておられぬか。音をたどってきたところ、この井戸穴に行き当たったのでござる。そうでござるか。 忍び衆ならば、もしや心当たりがと思うだが。うん。あの調べは誰を呼んでおったのか。なぜだか無性に気にかかる。Wir gehen da definitiv jetzt mal runter, bevor ich nochmal mit ihm rede. いや、何でもござらん。 Nein, schon cool, wir gehen da jetzt runter. Eiskalt. Hier am Anfang. Erstmal möchte ich nur hier kurz schauen, weil... Kommt man hier hoch mit dem Greifhaken? Nö. Aber... Hier geht's runter. Oh. Okay, folgender Vorschlag. Das ist zwar ein Gegner, mit ziemlicher Sicherheit, aber... Ich werde trotzdem Folgendes machen. Der steht nämlich hier mit dem Rücken zu mir. Ich kann nämlich auch mit ihm reden. Wie es aussieht. Hm. Oh.
Ach so, ja, weil wir nicht mehr in Schande leben, oder was? Okay. Du schaust so ein bisschen aus wie der eine Typ, der hier beim Hirata anwesend. Was? Was? Einsamer Schattenlangschwertkämpfer, was? Moment. Bye bye. Können wir uns einmal verpissen, bitte? Kommt der mir jetzt nach oder bleibt er da unten? Kann ich jetzt mit ihm reden? Shinobi-dono. Oto o ta. Nee. Ja, was wird? Scheiße. Ich werde mal Folgendes probieren. Ich werde reloaden. Vielleicht hört dann der Kampf automatisch dadurch auf. Und werde versuchen, weil ich wollte erst nochmal weiter reinschauen, bevor ich nochmal mit ihm rede. Aber eventuell muss ich zuerst nochmal mit ihm reden, damit er mich nicht angreift. Wer weiß. Das könnte durchaus so eine Sache sein, die du außerhalb von einem Wiki, also einem Sekiro-Wiki, so gut wie nicht herausfinden kannst. So in etwa wie, wie in Demon's Souls, wie man Yuria, wobei Yuria war nicht so schwer zu finden, aber beispielsweise wie man in Demon's Souls rausfindet, wie man eine Pure Bladestone bekommt. Ich glaube, es war Pure Bladestone. Ja, ich glaube, es war Pure Bladestone. Das, falls ihr das wisst, und dann wisst ihr, dass das nicht einfach rauszufinden ist, wenn überhaupt. Mit dir habe ich jetzt schon geredet, oder? Shinobi-dono. Ne. Shira. Okay. Dann gehen wir hier nochmal runter und schauen, ob wir... ob wir nochmal mit ihm reden können, oder... Nein, können wir nicht. Au! Was? Was? Okay, ich würde sagen, wir verpissen uns und, ja, wir verpissen uns erstmal. Bye, bye. Okay, ich sollte ihn definitiv einmal so platt machen. Jetzt ist die Frage, chillt der normal oder chillt er überhaupt gar nicht mehr? Weil ich komme hier auch offenbar nicht weiter, ohne ihn zu besiegen. Ich werde nochmal laden. Sollte ich ihn schaffen, ohne jetzt zu sterben, weil wir halt keine Möglichkeit mehr haben. Aber wir können ihn jetzt drop attacken. Das heißt, er wird nur mal ein Leben haben. Aber der scheint viel mit Kickangriffen zu machen. Und die Kickangriffe, glaube ich, kann ihn nicht parieren. Ich habe es zumindest versucht und es hat nicht geklappt. Kann sein, dass mein Timing nicht gut war, aber es kann auch sein, dass man so Kicktritte einfach nicht blocken, also parieren kann. Also blocken wahrscheinlich schon, aber halt nicht parieren. Und das wäre so ein bisschen doof für den, weil ich dann nicht genau weiß, wie ich ihn machen kann. Weil so ein Kick, wenn ich ihn blocke, macht ziemlich viel Haltungsdamage. Also, wie gesagt, so über so Tipps bin ich sehr erfreut. Vor allen Dingen, weil das die letzte Folge ist, die ich vor der nächsten Aufnahme wahrscheinlich aufnehme. Von daher... you
Alter! Au! Ganz ehrlich, what the fuck? Ach, scheiße. Doch, ich kann wieder. Fuck. Hallo, wie? Nein! Hallo? Hallo? Wow! Okay, Moment! Was? Nein! Fuck! Das war so fucking knapp! Alter Schwede, ist das eine Grütze? Ist das eine Grütze? Nein, 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 nein. Das ist echt harter Tobak, der Typ. Aber gut, er ist auch ein Miniboss, wie es aussieht. Und eventuell ist er für hier irgendeine Quest wichtig. Also, um mal wieder einen Vergleich zu ziehen, weil je mehr Blood Souls-Spiele oder Soulspawn-Spiele, wie auch immer man es nennen möchte, es gibt, desto mehr kann man natürlich Vergleiche auf andere Spiele ziehen. Erinnert mich so ein bisschen an Verliesverwalter. Who the fuck ist denn der Verliesverwalter? Ist das... Oh, göttliche Hilfe. Ist das der normale Merchant? Kommt mir gerade so vor. So sollte man das, glaube ich, machen. Du hast nur das... Nee. Wahrscheinlich kriege ich das mit der Melodie erst raus, wenn ich den besiegt habe und da weiter reingehe. Dann machen wir das, würde ich sagen. Also wir besiegen ihn und gehen dann weiter rein. Ja, Moment, wo ist denn der Typ? Hier, okay. Hä? Also, ich wollte gerade schon sagen, ist das ein One Chance oder was? Garantiert! Alter, ich hab ihn perfekten Moment, also ganz ehrlich. Nee, ganz ehrlich. Der ist halt das Problem, dass scheinbar das Lock-On nicht die ganze Zeit, oder das halt das, ach Gott! Also was ich gerade als Gefühl habe, ist, dass Sekiro sich nicht mit dem Lock-On mitdreht, wenn ich den linken Stick nicht bewege. Also dass er sich quasi nicht auf der Stelle mitdreht, wenn der Gegner links und rechts geht. Aber ganz ehrlich, ich muss mich bei dem Typ, ich kann eigentlich nur das hier machen, also perfekt den linken Ding, aber der dreht sich nicht. Beziehungsweise eventuell kann man einige seiner Angriffe nicht parieren oder die Zeitframes, in denen man parieren kann, sind wahnsinnig klein. Könnte auch sein. Ah. Das geht ja hier einigermaßen. Ja. Okay, next try.
Ganz ehrlich, in so einem Spiel noch eine Mechanik zu haben, wo der Tod einen bestraft, ist echt das Dümmste. Und nein, Demon's Souls hatte das nicht. In Demon's Souls, wenn du in Geistform warst, es war vollkommen wurscht, wie oder wann oder warum du gestorben bist. Was ich übrigens gerade mal mache, ist, ich rüste das hier ab, weil ich bin jetzt schon zweimal dahin gekommen. Vielleicht könnte ich auch mit einem Prothesenmodul... Alter, ganz ehrlich! Ehrlich, warum hat er mehr Reichweite als ich? Warum wechsle ich ständig auf die Kügelchen? Warum kann ich hier nicht in ins Inventar gehen? Was ist das für ein Bullshit? Ich habe gerade zweimal perfekt geblockt, aber es ist ihm halt irgendwie wurscht. Ja! Du Wichser. Magnetitschrott. Und eine Gebetsperle. Geil. Holy moly. Alter Schwede, der war jetzt nicht ohne. Echt, okay. Ich muss das hier abrüsten, wenn ich in so einem Kampf bin, weil ich wechsle da immer auf das Falsche. Okay. Dann schauen wir mal. Hier bin ich ja, glaube ich, am Anfang nicht lang geschwommen, weil ich nicht gewusst habe, dass man schwimmen kann. Eisenschrott. Oder, nee, ich bin hier, hätte hier wahrscheinlich gar nicht hochgekonnt. Verlassenes Verlies. Oh, shit. Ich wollte eigentlich an den Anfang zurück. Wir kommen hier später wieder. Wir gehen jetzt erstmal dorthin zurück, wo hier der göttliche Erbe am Anfang war. Wir kommen später hierhin wieder zurück. Aber erstmal möchte ich wissen, was es dort noch so gibt. Aber wir haben den jetzt besiegt. Vielleicht reicht dem Typen das ja, dass er uns irgendwie mehr erzählt. Oder? Shinobi-dono. Otto. Nee, haben wir immer noch nicht. Wahrscheinlich müssen wir dafür in das Verlies, aber... Ja, ich will heute erstmal, wie wahrscheinlich der Titel verspricht, an den Anfang. Also wirklich an den ganz an den Anfang. Okay, wirklich perfekt war das jetzt nicht, aber... Okay. Okay, ich kann hier auch aufmachen. Ich kann hier diesmal nicht lauschen, aber ich kann hier wahrscheinlich aufmachen. Das tun wir auch einfach. Oh, Torhausschlüssel. Okay, da ist ein Item und da unten waren noch ein oder zwei Gegner. Oder hier? Oh, genau hier unter mir. Der ist tot. Ja gut, wir schauen uns trotzdem erstmal hier um. Bitte sag, hier gibt's noch eine Gebetsperle. Bis dato waren hier immer Gebetsperlen drin, oder? Nee, diesmal ist was anderes. Ja. Gyobus kaputtes Horn. Oh, davon haben wir schon gehört. Kann in der Shinobi-Prothese ein aufgesetztes Horn feine, kann sogar einfache Rüstungen vom Feind entfernen.
Das ist sicher geil und werden wir wahrscheinlich brauchen, schwere Geldbeutel. Vielleicht sogar für einen der jetzt kommenden Minibosse oder demnächst kommen. Oh, Moment, hier ist noch ein Item drunten. Das habe ich jetzt komplett verpasst. Oder hätte ich verpasst, wäre ich nicht oben lang gegangen. Oh. Alright, da ist noch einer. Da unten ist noch einer. Oh. Halt, nein, wie komme ich hier rein? Danke. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, genau, du komm nur her. Hä? Wo ist er denn jetzt lang? Hä? Keine Ahnung. Der wird irgendwann auftauchen, wahrscheinlich im... Ist er runtergefallen? Möglicherweise ist er runtergefallen, weil... Wo soll er sonst hin sein? Ah ja, apropos, das wollte ich hier jetzt ausprobieren noch. Kann man hier eventuell nach oben? Nee, hier glaube ich kann man nicht nach oben. Man kann dafür aber wahrscheinlich sich den snacken. Relativ easy, wenn sich der nicht gerade in meine Richtung dreht oder sogar beide. Dann kann man sich auch das Item da holen. Okay, Handvoll Asche. So, dann warten wir jetzt hier, bis sich der wieder wegdreht. Dann machen wir den platt. Komm, machen wir nur einen platt. Ja, komm! Okay, hat gereicht. Nein, ich wollte... Wollte eigentlich gut blocken, aber hat vielleicht nicht ganz so funktioniert. Und sollte jetzt gleich keine Haltung mehr haben. Wollte gerade schon sagen. Wie? Man, ich überschätze das Haltungsmeter. Also... Ich unter- oder überschätze es, in dem Sinne, dass ich immer denke, die Haltung bricht schon ein, zwei Schläge vorher, bevor sie es eigentlich tut. Aber gut, das war das hier. Hier waren nur die Wichser. Alright. Was waren hier überhaupt? Gibt es hier überhaupt irgendwas? Oh ja, man kann hier irgendwo lang. Da hoch wahrscheinlich aktuell nicht. Aber man kann da offenbar irgendwo hin. Die Frage ist nur, das ist nur so ein Punkt, wo man von A nach B grappeln kann. Und ich sehe nicht, wo B ist. Außer man kann natürlich dann auf den anderen Ast. Aber das ist mir vielleicht ein bisschen zu unsicher. Wobei, let's try it. Wir haben noch zwei Heilungen. Also, let's try. What? Ich bin gesprungen, aber er ist gerade runtergefallen. Ja. Oh, nein. Eisenschrott. Ah. Very good. Warum ich das auf Englisch gesagt habe, weiß ich nicht. Ah. Oh. Stellt Einheit wieder Auferstehungsmacht wieder her. Das ist gut. Was? Hallo? Nein! Okay. Okay, alles safe. War so vielleicht geplant. Okay, jetzt möchte ich halt nur nicht, dass er mich sieht. Da ich will hier nur den Weg abgehen, den wir am Anfang gekommen sind. Weil ich denke, dass hier eventuell jetzt irgendwas Neues ist. Aber es sieht nicht danach aus. Oh, das könnte schlecht sein. Okay, wir haben wenig Leben. Und das ist ein Miniboss. Aber er ist ein Speerträger.
Und Schwertträger haben hier im Normalfall den Nachteil, dass sie den Mikiri-Konter ausgesetzt sind. Was? Was? Alter, ja sicher! Alter, ja sicher! Ich heil nochmal. Hau! Das war jetzt kein Mikiri-Konter. Was? Okay. Aber es macht ihm irgendwie nichts. Es macht ihm nichts. Okay, wir verpissen uns. Wir verpissen uns und kommen gleich nochmal wieder. Hey, who the fuck bist du? Geh weg. Okay, es macht ihm nur Haltungsdamage. Fuck! Es macht ihm nur Haltungsdamage. Scheiße. Ich frage mich ja echt, ob es in solchen Situationen ist, besser sich zurückzuziehen und zu rasten, weil durchs Zurückziehen und Rasten würde ich einmal weniger sterben. Weil ich glaube, Auferstehung zählt nicht als Sterben. Was heißt, wenn ich einmal auferstehe und wenn ich sehe, ich pack den Miniboss nicht, zu wenig Heilung und so, kann ich nochmal zurück. Ich glaube, dann werde ich so ein bisschen die Drachenfäule entgegenwirken. Vielleicht ist das echt nicht die schlechteste Idee. Werde ich in Zukunft so machen und schauen, ob das bitte nicht Drachenfäule. Oh. Bitte nicht Drachenfäule. Ja, übrigens, wir gehen den Weg, weil... Warum nicht? Oh, jetzt müssen wir hier durch... Wobei, Moment, hier geht's gar nicht weiter. Scheiße. Das heißt, wir müssen hier durchschleichen. Oh, hallo. Ach so, die sterben dadurch ja nicht. Ah, scheiße. Nee, und der ist wieder cool. Was? Ganz ehrlich? Es war rot! Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Okay, ich werde erstmal die andere Scheiße hier machen. Damit mit anderer Scheiße meine ich dich hier. Oh Moment, hat der mich jetzt schon gesehen oder? Also teilweise ist das Kantensprüngen nicht so ganz optimal gelöst. Ich weiß nicht, jetzt hat er mich wahrscheinlich schon gesehen. Die sollte man, glaube ich, eher machen wie in der Souls-Serie. Au, wow, wow! Nicht auf irgendwelchen anderen Wege.
Jetzt ist die Frage. Wenn ich hier so lang komme, sieht der mich nicht. Ja, das muss ich ja eigentlich gar nicht. 7 Speere von Ashina. Okay, das habe ich gut gemacht. Ganz ehrlich, die Speerüberkopfhiebe zu Dingsen ist ja echt scheiße. Da ist das Ausweichen von denen deutlich einfacher. Also, einfacher, sagen wir mal. Ich hab Kreis gespammt. Ich bin sogar, ihr habt es gesehen, ich bin sogar weggedodged. Aber warum dodgt er denn weg und macht nicht den Mikiri-Konter, wenn er so ein Dings macht? What the fuck, ganz ehrlich. Das ist doch scheiße. Warum? Warum macht er nicht immer, wenn ich Kreis drücke, während ich im Fight mit einem Typen bin? Kann es sein, dass wenn ich auf die Seite derweil drücke, das heißt, ich muss committen tatsächlich, ich muss sagen, ich mache jetzt den Mikiri-Konter und nicht einen Ausweichschritt. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, wo ich in keinem Fall nicht getroffen werde. Außer nicht zu kämpfen, dann werde ich nicht getroffen. Wobei, dann komme ich auch nicht weiter, also von daher. Ich wollte schon sagen. Die Frage, kann ich mir an den anschleichen? Wahrscheinlich nicht. Okay, das heißt, hier ist es, das ist jetzt hier echt ein bisschen langwierig. Okay, aber du machst mir hier nichts, solange der an... Oh, sogar noch... Nee, doch, komm. Dann komm hierher, aber lass den anderen nichts davon mitkriegen. Außer natürlich, ich schaff's irgendwie so zu sein. Und jetzt sieht er mich gleich nimmer. Oh, ja, sicher! Ja, sicher! Ja, ganz ehrlich. Okay, ich laufe nochmal zu. Das ist doch hier der größte Bullshit ever. Dass man Areas clearen muss, um mit Feinden zu kämpfen. Aber das könnte jetzt echt in die Hose gehen. Ich will einfach nur hier weg. Okay, weißt du was? Wenn ich... Achso, nee. Hier ist hier der Heimkehrknochen, kein Instant benutzen. Wow, wow, okay. Shit on you all. Shit on you all, ganz ehrlich. Okay, komm, dann mache ich dich halt platt.
komm, dann raste ich halt normal und dann kriegen wir immerhin gut Münzen. Gott. Aber gefühlt ist es hier echt so. Schwere Gegner mit, ich glaube, mit Ausnahme von dem Typen dort hinten, waren bis dato immer schwere Gegner von ganz vielen anderen Typen umzingelt. Wollte gerade schon sagen. Willst du mich irgendwie vollkommen fappen? Wie riesig ist denn deine Distanz? Ganz ehrlich, fuck you. Eine Sache, die ich noch negativ anmerken möchte, ist, der Unterschied zwischen Gehen und Schleichen ist nicht besonders groß. In Hitman sieht man das definitiv, aber ich glaube, in Hitman ist es einfach, weil 47 halt einfach 2 Meter groß ist. Und ob ein Typ jetzt 1 Meter oder 2 Meter groß ist, ist deutlich einfacher zu sehen, als der Unterschied zwischen... Ja, sicher, jetzt beide. Ja, nee, wisst ihr was? Nö. Nö! Nö! Ah ja! Ja, sicher! Ja, du kannst! Du bist ein einfacher Gegner! Du solltest nicht mehr als... Okay. Einfacher Gegner, Alter. Sind ja fast so schlimm wie die Hollows aus Dark Souls 1. So, ich werd die jetzt einfach dort hinten rumlaulungen lassen. Können scheißen gehen. Ich werde den jetzt nochmal versuchen. Wir haben wieder eine Aufladung, glaube ich, vom Auferstehen. Bin mir ziemlich sicher. Und vielleicht kann ich ja wieder hier mit den... Ah ja, sicher! Ist klar! Ist klar! Was?! Alter, was hat das gerade geruckelt wie Sau? Was? Okay. Ja, sicher! Willst du mich irgendwie verarschen? Was machst du jetzt hier? Fickt euch. Fickt euch. Nein. Nein! Jo! Nee, nee, ganz ehrlich. F-U. F-U einfach nur. Nein, du kommst jetzt nicht hier hoch, oder? Resette lieber als... Genau, resette jetzt, dann kann ich mir eine neue Aufstehung holen. Und wir starten den Kampf von vorne. Ich glaube, das macht das Resetten schneller. Das ist halt auch ein bisschen blöd, dass man hier das Neuladen etwas schneller machen lässt. Wobei, das war in Dark Souls auch so. Allerdings war das mehr mit Items, wenn sie nicht anders retrievable waren. Also, ja, da hat man dann mehr oder weniger entweder sehr hart gecheased oder Pech gehabt. Aber prinzipiell, ja. So, einen letzten Versuch werden wir uns da noch gönnen, ganz ehrlich. Der Typ ist deutlich fast schlimm. Ich würde sagen, der ist schlimmer als der Shinobi-Jäger sogar. Weil der Shinobi-Jäger war... Da hat man zumindest mit
Was? 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 Wo? Okay. So. Jetzt warte ich ganz kurz hier, bis der Balken wieder weg ist und dann... Derweil können wir uns hier umschauen. Hier ist ja nochmal Überreste. Da oben habe ich, glaube ich, nichts gefunden entsprechender Natur. Dann schauen wir uns das nochmal an. Hier sind wir am Anfang reingekommen. Okamio. Onushi wa itta na. Nasu beki koto wo nase to. Sore ga imada miidasenu. Wakaranu no da. Ryuin wa. Nani yue watashi ni sazukerareta. Okay. Das ist übrigens immer noch nicht wieder aufgeladen. Von daher hoffe ich einfach mal. Ganz ehrlich, wie soll ich denn den hinkriegen? Vielleicht kann ich bei ihm diese... Wow! Ich... Ja, sicher! Ich kann nicht durchs Ausgenocktwerden runterfallen, aber einfach, wenn ich laufe. Das ist schon wieder so eine Sache, wo das Spiel... extra sich den Freiraum nicht, mich hart zu fisten, weil es lässt mich nicht gnädigerweise in Sicherheit und aus dem Kampf rausfallen. Aber wenn ich einfach in die Richtung laufe, kann ich natürlich runterstürzen. Das war, da war in Soulspawn wenigstens noch, wenn du irgendwo runterfällst, stirbst einfach. Ende. Verzückter Mann. Der von einem wunderschönen Melodie verzückt. Ah, fuck, nein! Nein, also das ist so unfair! So unfair! So, wir, wisst ihr, was wir jetzt machen? Nein, ich will nicht! Ich wünsche mir ein Souls-Spiel, wo du dir wenigstens das Menü customizen kannst. Dann würde ich nämlich oben das Reisen machen. Weil es war doch in Dark Souls... Genau, in Dark Souls 2 war es nämlich so. Da war Reisen das Oberste. Und dann kam Leuchtfeuer am Leuchtfeuerrasten. Oder? Wenn ich nicht ganz dumm bin, war es so. Es war auf jeden Fall nicht so wie da, dass das oberste Rasten und das dritte Reisen ist. Irgendwas war anders. Und wenn auch nur Reisen das zweite war. Aber irgendeine Winzigkeit war anders, die mich da jetzt so ein bisschen abfuckt. So. Ja, hier, Shinobi-Prothese, neue Module herstellen. Vielleicht können wir ihm dadurch die Rüstung ausziehen und dadurch wird es einfacher. Wer weiß, geladener Speer. Nee, geladener Speer. Doch, es war geladener Speer. Genau, Gyobu. So, und komm. Dann wird der Part halt noch mal diesmal etwas länger, aber... Ganz ehrlich, das regt mich jetzt auf, dass es... Diese Scheißdrachenfäule regt mich so auf! Weil es gab bisher noch nie in einem Souls-Spiel oder Souls-like... so einen Negativpunkt fürs Sterben. Reisen, genau. Im Normalfall war ja sogar Sterben tendenziell eher was Gutes, weil du konntest beispielsweise als Trick, wenn du irgendwo Seelen verloren hast und die waren mitten in einem Gegnerhaufen, konntest du, wenn du angefangen hast zu sprinten und beim Sprinten die Seelen aufgenommen hast, und dich dann irgendwo an der Klippe runtergestürzt bist, waren die Seelen dort, wo du angefangen hast zu sprinten. Das
sind so Sachen, die das Sterben halt irgendwie, weil Sterben war ja schon immer ein bisschen punishing, weil man halt Progress verliert, aber gefühlt konnte man Sterben immer noch zu seinem Vorteil einsetzen, wenn man es nur geschickt gemacht hat. So, und jetzt werde ich die alle einfach links liegen lassen, weil sie mir so am Sack gehen. Und jetzt einfach hier mit dem... Hier, das Feuerteil wird mir sowieso nichts bringen. Also werde ich den geladenen Speer... Rüstung losreißen. Wir werden das an dem einen Typen da natürlich erstmal versuchen. Und zwar an dem hier. Ich weiß nicht, was das genau bewirkt, aber ich hoffe einfach mal, es wird geiler Scheiß sein. Okay. Du wirst mich nicht in Ruhe lassen, oder? Nein, 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 nein. Was? Nee, ganz ehrlich. Nein, es gibt keinen sofortigen Heimreiseknochen. Ich hasse es so sehr. Manche Sachen hat das Spiel echt deutlich schwieriger gemacht. Beispielsweise, dass das nicht Insta-Trigger ist. Dass es keinen Insta-Trigger mehr zum letzten Checkpoint gibt. Sondern dass das tatsächlich eine relativ lange Animation... Ich meine, ja gut, der Heimkehrknochen hatte, glaube ich, eine Animation von 0,5 Sekunden, vielleicht einer Sekunde. Aber da wurden wir ja noch schon zweieinhalb Sekunden nochmal rausgestaggert. Fuck it, last try it. Und vielleicht kann ich wirklich alle bypassen einfach. Ich werde jetzt über die andere Richtung versuchen, einfach alle bypassen. Und mit ein bisschen Glück klappt das und ja. Fuck it all. Ja, ja, fickt euch. Was? So. Dann schauen wir jetzt mal. Dann werden wir das jetzt folgendermaßen machen. Wir machen ihm den ersten Stoß. Und werden direkt hinterher... Was? Der Mikiri kommt da, dass der nicht immer triggert. Okay, das bringt nichts. Das ist nicht mal Cheesen, das ist einfach nur Schmarrn. So, komm mit. Oh! Oh! Sein Meter geht so schnell wieder hoch, es ist fast unmöglich, ihn... Ich kann ihn nicht! Ich kann ihn nicht raussteggern aus seinen Anime... Wie soll das klappen? Wie soll das klappen?
Wie soll das klappen? Es geht mir so auf den Sack, was der aufführt. Es ist unbeschreiblich. Echt. Der ist doch... Vielleicht muss ich einfach später wiederkommen. Vielleicht gehen wir nächstes... Vielleicht ist der aktuell noch zu schwer. Wir brauchen mehr Angriff, mehr Vitalität und alles. Wir kommen später wieder. Wir kommen später wieder, weil der ist vielleicht einfach nur ein Ticken zu stark für uns. Ich mach das jetzt einfach mal, dass wir woanders lang gehen. Und zwar, wir gehen dort hinten lang, weil... Die Hund... Willst du mich... Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Bin ich einen Millimeter in eure Richtung gegangen? Ich bin nicht einen Millimeter in eure Richtung gegangen. Ich bin einfach nur hier durchgegangen. Wie gerade... Jetzt hat es nichts gemacht. Manche Sachen gehen mir echt am Arsch. Und ja, der ist jetzt infiziert, aber was soll ich machen? Jin Shinobi. Muri ni shaberu no. Na, geht mir alles am Sack hier. Nein, du folgst nicht der Melodie. Ganz ehrlich, wenn ihr ein Spiel macht, wo Dialoge drin vorkommen, macht es nicht so schwer, dass es einem am Sack geht. Punkt. Nächstes Mal geht's hier weiter. Das finde ich jetzt hier zum Beispiel noch ein wichtiger Kritikpunkt. In Dark Souls gab es keine Story. Du konntest dir einfach den Kopf gegen die Wand stoßen, solange du wolltest, und es ist nichts Schlimmes passiert. Hier sollst du auch noch gleichzeitig einer Story folgen wie in Nioh. Plus, du hast dann hier auch noch hier, nicht mal in Nioh gab es so heftige da gab es auch nichts Schlimmes für den Tod. Gott, ist das Spiel hart. Also jeder, der sagt, dass das doch nur in irgendeiner Weise einfach ist als Dark Souls. Ne, in gar keiner Weise, in keiner Weise. Kampfsystem, Geschichte, nichts ist einfacher, weil die Geschichte habe ich immer noch nicht irgendwie durchblickt. Glaube ich zumindest. Und selbst wenn, man spielt so ein Spiel nicht wegen Geschichte. Wenn ich ein Geschichtsspiel spielen will, dann nehme ich irgendwas von Telltale oder irgend sowas in die Richtung. Aber nicht sowas. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Sorry für den furchtbaren Rant, aber... Gott, geht mir das hier gerade auf den Sack. Mit dem scheiß Speertypen. Mikiri kommt da... Der geht... Ich mach Mikiri Konter, kann nicht nachsetzen. Und sobald er ihn wieder macht, ist er schon längst wieder weg. Das ist ja vollkommener Bullshit. Ich meine, ich weiß, es gab hier irgendwo eine Fähigkeit, dass der Mikiri Konter stärker ist. Aber für die müssen wir auch irgendwann mal erst Fähigkeitspunkte sammeln. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin sage ich tschüss, Leute.